Das ist nicht so erholsam. Warum eigentlich? Weißt du was? Du kriegst nochmal ein besseres Bett. In den ganz, ganz ersten Sims-Ständen habe ich es auch so gemacht. Immer sofort die Betten ausgetauscht, wenn mal wieder ein Tausender übrig war. So. Was können wir da nehmen? Sag mir mal, dass hier was Besseres ist. Hier ist gar nichts Besseres. Was für ein Beschiss. Ich habe den großen Betten. Mann, wir brauchen mehr Geld. Können wir was verkaufen? Das hier und die Erdbeeren vielleicht nur. Komm, 1900. Da wird es ja wohl ein Bett geben, was irgendwie viel besser ist, oder? Also, wenn ich 1900 Euro für ein Bett bezahle, dann erwarte ich da wirklich High Class. 6, naja. Acht wäre 3000, oh Gott. Sechs Doppelbett. Die im Doppelbett schlafen zu lassen, finde ich ein bisschen makaber. Würde ich nicht machen. So, dann kriegt sie ihren hellblau-rosa. Nee, bitte nicht. Du kriegst deinen Traum in. Bin furchtbar. Dann nehme ich das. So. Dann schlaf erstmal und danach laden wir Leute ein. Wo sind denn die hier? Okay. Er ist noch beschäftigt. Hier können wir weiterentwickeln. Oh, super. Forschen kann ich nicht. Was muss ich denn noch machen? Weiterentwickeln, genau. Glitzert hier was? Können wir was dimmen? Können wir was weiterentwickeln? Nee? Nö. Nö. Okay. Die auch nicht, ne? Doch hier. Hat's geklappt? Muss wach sein. So, mach ein bisschen schneller. Und dann geht's gleich los. So. Wir machen etwas, wo wir Geld kriegen. Und zwar nochmal ein Gala-Abendessen. Da weiß ich, dass es funktionieren könnte. Sie ist der Gastgeber. Dann lade ich mal verschiedene Leute ein, die wir gut mögen. Die wir mögen. So, die beiden, sie vielleicht noch. Okay. Caterer. Ich kann mir vorstellen, dass du das gut machst. So, können wir uns nicht leisten. Genau. Können wir die nicht löschen? Doch. Wäre ein Ort auch so. Wir machen das bei uns. So. Sie entwickelt die weiter und er macht schon mal einen Salat. Genau, für 8 Leute. So, die ersten kommen angetrudelt. Fürs Kommen bedanken. So. Ihr Vater ist da. Sie fragt, wie es ihm geht und bedankt sich, dass er gekommen ist. Und er quatscht jetzt bitte nicht. Er macht jetzt nur den Salat, so. Mehr sind nicht gekommen? Doch. So, was kommt dann?
Fürs Kommen danken. Mach das mal. Kein Massengespräch. Sonst wären wir hier nicht fertig. Haupt sie zum Essen rufen. So, sie kann ja jetzt mal eine Runde bilden. So, mit mehreren Sims. Machen wir mal gleich die Hälfte der Gruppe. So, einschalten. Alternative und zusammen tanzen. Komm, geh tanzen. Sehr schön. Du brauchst jetzt nicht mehr tanzen. Du holst jetzt was zu trinken. Wir müssen hier ein bisschen strategisch denken. Deswegen mache ich immer mal wieder Pause. Du holst dir ein Wasser. Er holt sich ein Wasser. Ah, schnelle Mahlzeit. Und dann rufst du bitte zum Essen rufen. So, meine Familie kommt gerade rein. Kann sein, dass es gleich laut wird. Aber ich mache diese Party noch kurz zu Ende. Ja, tatsächlich. Minnie ist gerade nach Hause gekommen. Also, mein Kind mit meinem Mann. Aber wir machen das hier noch fertig. So. Den Gästen scheint es jetzt zu gefallen. Alle unterhalten sich. Die sitzen irgendwie alle in ihrem Bett. Gleichzeitig trinken. Witze erzählen. Moment. Tanzen lassen. Das hat nicht geklappt. Moment, dann machen wir das nochmal. Zusammen tanzen. Und er erzählt ihm jetzt mal ein paar Witze. Lustig vorstellen? Der kennt ja noch gar keinen Mann. Wen kennst denn du? Du kennst sie auch nicht. Du kennst ihn. Dein Papa. So, klopf, klopf, Witz. Und gleich nochmal. Klopf, klopf, Witz. Mit ihr quatscht jetzt bitte nicht. Und dann holst du dir bitte nochmal ein Getränk. Schnelle Mahlzeit. Wasser. So, macht mal bitte. Aber wir sind ja schon bei Gold. Okay, das war ja einfach. Da kannst du ja schon mal wegwerfen. Aber da sind wir ja schon durch eigentlich. Mehr als Gold geht ja nicht. Okay, na dann alle Aktionen abbrechen. Wir haben immer noch Zeit. Das mit dem Trinken wird sowieso nicht funktionieren. Kannst du nicht mal aufräumen, bitte? Und du? Kann ich nicht auf sie umschalten? Okay, hat gerade ein bisschen gebackt. Du musst mal auf Toilette. Genau. Und dann kannst du noch mal Reste nehmen. Vielleicht können wir die ja schon. Oh, du kannst mit der Pflanze quatschen, bitteschön. Mach ruhig. Und dann hast du den Wunsch, ehrenamtlich. Nee, komm. Eine Pflanze düngen, das kriegen wir hin. Schelmisch sein. Dann veralberst du mal bitte deinen guten Vater. Du. Sie erzählt jetzt irgendeine Geschichte, die nicht stimmt. Da kann sie weitermalen. Die Gästen geht's super, wir haben schon die Gold. Veranstalte einen unglaublichen Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten und anregenden Tischgesprächen. Engagiere einen bekannten Caterer oder gib eine Kostprobe deiner eigenen Fähigkeiten. So. Fang schon mal an aufzuräumen. So. Hier ist noch Essen. Magie. Blitzblank, okay. Gut, mach mal.
Aber Blitzblank und Teile plündern geht wahrscheinlich nicht, ne? Teile plündern. Und Blitzblank. Wegwerfen. Hausaufgaben? Hä? Wer hat denn hier seine Hausaufgaben gelassen? Wirf mal bitte alles weg, nicht nur die Hälfte. Haben wir eigentlich unseren, ja, unseren Garten aufgeräumt. Da war hier irgendwer so nett und hat geputzt. Huch, sie macht jetzt echt ein Selfie mit ihrer Melone. Ohne Worte, die Frau. Ich dachte, das ist ein Witz, aber die macht ja wirklich ein Foto. Naja. Das Bild ist schön. Ich hoffe, sie malt es gleich weiter. So, Samen kaufen. Und dann nehmen wir diesmal. Oh, mein Kind klopft wieder. Ich muss mich gleich beeilen. Deswegen mache ich jetzt mal hin, ne? So. Die Party soll noch beendet werden und dann ist gut. Du malst es nochmal schnell zu Ende. Ja, 1:30 Stunden aufgenommen und die Familie ist schon wieder zurück. Was soll man machen? Ihr hört ja das Klopfen, ne? Das ist mein Kind. Deswegen, ja. Ich ziehe noch das Bild ins Inventar. Sie darf das noch verkaufen fürs nächste Mal. Auf Plopsi anbieten. Die Party breche ich jetzt mal ab, damit wir sehen können, was ich bekommen habe. Das vergesse ich nämlich auch, wenn ich erst in einer Woche oder so wieder aufnehmen darf. Das kann weg. Das kann einmal hier hin. Oh, mein Kind ruft schon wieder. Ja, ich gehe gleich. Ein Rettungsring, ja. Der soll an die Wand, oder? Die Kleine versteht halt nicht, dass ich nicht immer kann. Daran muss sie sich erstmal gewöhnen. Also mein Kind. Okay, die Leute sind zufrieden, ich bin zufrieden, wir haben alles geschafft. Die Party war ein großer Erfolg. Wir sind jetzt ein bisschen reicher und damit bin ich auch sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Bionalu. Ciao, ciao.